Otter Dock Braune. Piccolo scapolo. Ja, Untouchable hat 75 Meter mehr zu traben als seine Konkurrenz und ist jetzt hinten gestartet. Der Start ist erfolgt im Preis von horseback.ch. Vorne geht Piccolo Scapolo, der hat 700 Meter, 15 Meter hat er gut. Jetzt kommen aber bereits die Konkurrenten mit Sonny und Clochette und auch Miss Marley of the Duchess und Shamir. Clochette hinten galoppierend, muss korrigieren, Cecilia Schnieder. Und auf dem Vormarsch ist Untouchable. Schafft er das? 75 Meter. Das ist eine große Hürde gegenüber der Konkurrenz, die vorne geht. Sonny, dann haben wir Miss Marley of the Duchess. Wir haben Shamir. Dann Piccolo Scapolo. Und Clochette. Ja, Clochette hat den Tritt wieder gefunden. Wir sind gespannt, wie sieht es vorne aus. Schafft hier Untouchable noch den Anschluss? Den Anschluss hat er geschafft. Jetzt geht es in den Einlauf. Kann er die 75 Meter gut machen? Geht weit außen herum. Kommt gut auf jetzt hier. Aber vorne ist es Miss Marley of the Duchess. Und Sonny, Miss Marley of the Duchess und Sonny und dann kommt Untouchable. Miss Marley of the Duchess. Miss Marley of the Duchess und Sonny und außen kommt Untouchable. Dahinter dann Shamir und Piccolo Scapolo. Miss Marley of the Duchess, der Weg ist noch weit. Vorne Miss Marley of the Duchess und Untouchable kommt. Untouchable kommt, greift da noch an, aber der Zielpfosten ist nah. Vorne ist es Miss Marley of the Duchess und Untouchable. Miss Marley of the Duchess und auf den letzten Metern Untouchable. Untouchable gewinnt. Untouchable gewinnt. Eine Länge zu Miss Marley of the Duchess. Und Sonny haben wir da. Und dann kommt Shamir und Piccolo Scapolo. Gut gemacht mit ihrem bekannten breiten Lachen, die Sally im Saal geht. Und jetzt schauen wir, ob auch Jason lachen kann. Sieger.